Geißpod, der FC-Podcast des Geißblog Köln. Der Geißpod wird euch präsentiert vom Phantasialand. Ob aus Ihrefeld oder Habberath, das Phantasialand bietet für jeden fantastische Erlebnisse. Denkt dieses Jahr bei der Geschenksuche doch auch an die Phantasialand-Gutscheine. Auf phantasialand.de findet ihr fantastische Weihnachtsgeschenke für eure Lieblingsteams, eure Freunde und Familien. Viel Spaß wünscht das Phantasialand. Willkommen zurück auf der Siegerstraße. Der erste FC Köln kann wieder gewinnen. Und herzlich willkommen beim Geißpod, Sonja, endlich wieder zu einer fröhlichen Stunde. Endlich wieder zu einer fröhlichen Stunde. Vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt, dass wir letzte Woche keinen Podcast machen konnten. Ich gebe zu, ich war schuld. Ich habe gedacht, ich teste nochmal, ob es dieses Corona noch gibt. Antwort, ja, gibt's noch. Und falls ihr es auch probieren wollt, lasst es, weil es genauso scheiße wie vor einem Jahr oder vor zwei oder vor drei. Ja, du bist aber zum Glück ja wieder auf dem Dampfer. Du konntest nicht nach Darmstadt? Nee. Das war das einzige, na, nicht der einzige Wermutstropfen, aber das ist der Wermutstropfen für den Geißblog, dass wir erstens den Podcast nicht machen konnten und du dann nicht nach Darmstadt konntest. Ja, super traurig, bei minus 5 Grad nicht in Darmstadt zu sitzen und dieses, auch wenn es ein gutes Ergebnis war, dieses doch eher unterdurchschnittliche Bundesligaspiel nicht zu sehen. Würdest du nicht trotzdem immer sagen, du bist lieber bei einem unterdurchschnittlichen 1:0 dabei, als bei einem guten Fußballspiel, das 1:3 verloren geht? Absolut, da gebe ich dir total recht. Aber so war es in Summe dann auch okay. Sieg zu Hause gesehen und damit können wir, denke ich, alle leben. Ja, 1:0. Für die, die es gesehen haben, ihr werdet, glaube ich, Sonja wahrscheinlich recht geben. Das war nicht das allerschönste Fußballspiel, muss man sagen. Aber konnte man damit nicht wahrscheinlich rechnen eigentlich sogar? Ja, damit musste man rechnen. Ich hatte dann in der Woche zuvor, glaube ich, noch die Zeile gemacht, Abstiegskampf pur. Und das war es auch. Es war wirklich ein schreckliches Gebolze. Es tut mir leid, erste FC Köln, falls irgendjemand zuhört, aber es war einfach nicht schön. Und ich glaube, unser letzter Podcast war ja nach dem Bochum-Spiel, oder? Und da war ich ja nicht ganz so ausgeglichen, was die Leistung des FC anging. Und ich muss sagen, ich bin das immer noch nicht. Ich bin immer noch schockiert, wie schlecht die Fußball spielen. Ja, wir haben danach ja noch einmal über die Nachwuchsspieler Stimmt, gesprochen. Ja. Aber das war ja in der Länderspielpause. Ja. Das heißt, das letzte Mal über die Profis gesprochen haben wir tatsächlich nach diesem Bochum-Spiel. Und du warst da ja wirklich schockiert in der Woche. Und das hat sich bei dir zumindest nicht gebessert, ne? Nee, also ich erinnere mich so, ich weiß nicht, lass es die 55. Minute am Freitag gewesen sein. Ich bin zu Hause etwas aus der Haut gefahren, weil ich der Meinung war, dass in einer so schlechten Liga in dieser Saison, was zumindest die untere Tabellenhälfte angeht oder das letzte Drittel, so die letzten 6 Mannschaften, die sind wirklich, die spielen nicht die Sterne vom Himmel. Aber ich hatte in diesem Moment am Freitag das Gefühl, dass der FC von all diesen 6 Mannschaften noch die schlechteste ist. Und das hat mich so sauer gemacht und dann macht Davy Selke die Ecke rein. Das hat es nicht besser gemacht, was die Leistung betrifft, aber immerhin stehen da 3 Punkte. Ich finde das insofern faszinierend, als dass wir ja 2 Jahre lang darüber gesprochen haben, dass Steffen Baumgart ja eigentlich genau für solche Mannschaften oder in einer solchen Liga eigentlich ein ganz gutes System hat. Wir haben ja 2 Jahre lang gemerkt, dass ganz viele Mannschaften sich aus diesem Pressing nicht herauskombinieren können, diesem Pressing nicht entkommen können, weil sie einfach spielerisch nicht gut genug sind. Und jetzt sieht man gerade, was passieren kann, wenn der FC nicht nur spielerisch nicht gut genug ist, sondern halt auch so viele Fehler macht. Darüber hinaus und dann ist man halt genau in dieser Gemengelage drin und offensichtlich, wie du, ich würde es vielleicht nicht ganz so drastisch sagen, wie du das sie zu den Schlechtesten da unten zählen, aber zumindest natürlich, dass sie ganz zu Recht da unten stehen. Also sie kommen ja auf jeden halt Fall wirklich überhaupt gar nicht ins letzte Drittel. Man muss dazu sagen, dieses Spiel am Freitagabend Darmstadt gegen Köln war das harmloseste Spiel der kompletten Saison, was alle Mannschaften betrifft. Es gab in der kompletten ersten Halbzeit von beiden Mannschaften keinen einzigen Torschuss. Das gab es in der Saison bisher noch nicht. In 108 Spielen zuvor gab es das noch nicht. Und ich habe, weißt du, wir haben bestimmt oft darüber geredet vor ein paar Jahren unter Markus Gisdol, haben wir hier gesessen und gesagt, wir gucken die Spiele und wir haben keine Ahnung, wie diese Mannschaft zu einem Torerfolg kommen will. Kein Plan. Und so ging es mir irgendwie am Freitag in Darmstadt auch wieder und so ging es mir auch in Bochum. Ich sehe aktuell die Idee nicht, wie die Mannschaft Tore schießen will. Weil, Freunde, die Abläufe überhaupt nicht stimmen. Ne? Nee. Also
Du kommst, wie du sagst, du kommst ja fast gar nicht ins letzte Drittel. Und wenn du ins letzte Drittel kommst, ist es, als ob irgendwie eine Mannschaft, die noch nie zusammengespielt hätte, irgendwelche Laufwege wild einschlägt und die Flanken ganz woanders hinkommen. Oder die Flachpässe oder Steckpässe oder was auch immer es dann vielleicht mal geben könnte. Aber es ist ja tatsächlich so, dass da wirklich einfach noch gar nichts zusammenpasst. Du hattest wieder 19 Flanken, also wieder deutlich mehr als der Gegner. Davon sind diesmal 4 angekommen, auch nicht viel. Und von 111 Ballbesitzphasen, die du in diesem Spiel hattest, bist du 10-mal in den gegnerischen Strafraum gekommen. Ja, das ist Sonja, es hat gereicht. Ja, deswegen. Also Standard, Ecke, Kopfball, Tor. Also Verlängerung, Kopfball, Verlängerung vom Gegner. Und dann Tor. Und ich glaube, wenn irgendeine andere Mannschaft, die unten drin steht, am Wochenende so gewonnen hätte, hätten wir hier gesessen und gesagt, ja klar, und die gewinnt wieder so ein Spiel und dann bleiben die damit drin. Ja. Von daher, okay, wenn der FC so drin bleibt, dann bin ich auch glücklich am Ende der Saison. Aber jetzt gerade dann halt trotzdem nicht. Aber die Zahlen sind natürlich schon schockierend, ne? Also man kommt kaum in den Strafraum, man kann offensichtlich noch nicht mal irgendwie aufs Tor schießen. Und da was dann aufs Tor kommt, ich meine, ich weiß noch, ich habe an dem Freitagabend habe ich die Einzelkritik übernommen. Und das müsst ihr euch so vorstellen, wir haben normalerweise dann so eine Aufteilung, dass sich jemand um einen Live-Ticker kümmert und dann auch um einen Spielbericht und der andere kümmert sich dann wirklich nur um die Einzelkritik und ich habe mich eben nur um die Einzelkritik gekümmert. In der ersten Halbzeit wusste ich offensiv nichts aufzuschreiben. Also außer funktioniert nicht, läuft nicht, falsche Laufwege, keine Zweikämpfe gewonnen, sowas. Aber es gab nichts. Also das Einzige, ich glaube, das, was ich am meisten aufgeschrieben habe, war Kilians Schwalbe, die nicht funktioniert hat. Ja gut, die kann man als Offensivaktion werten, das stimmt. Ja. Hast du was zu den Standardqualitäten des Kapitäns aufgeschrieben? Nein, ich habe ja dann in der Halbzeitpause, nachdem ihm dann klar war, dass Kainz ausgewechselt wird, habe ich ja dann die Einzelkritik schnell fertig machen können von ihm. War dann auch relativ schnell umschrieben mit, dass es einfach nicht sein Abend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ist vielleicht auch noch nicht seine Saison. Das ist dezent ausgedrückt. Ich würde ihm da gar nicht so extrem die Schuld dran geben. Ich glaube, da spielen einfach viele Faktoren eine Rolle. Die Abläufe passen nicht. Er hat seine Position nicht. Also er wird ja hin und her geschoben, wie sonst aktuell wohl nur Jan Thielmann. Und dann ist er halt auch nicht ganz so gut drauf. Und über das Kapitänsamt, da will ich gar nicht drüber reden. Das finde ich irgendwie, wenn es bei einem Spieler nicht läuft, dann sucht man die Gründe und dann findet man ganz schnell, oh, jetzt hat er plötzlich die Binde, deswegen weiß ich nicht. Aber nee, war wieder nicht so gut von ihm. Kommt vielleicht dann einfach noch als i-Tüpfelchen obendrauf oder die vergiftete Kirsche auf der Torte oder irgendwie sowas. Das ist ja dann einfach dann noch das weitere Element, aber auf dem Platz funktioniert es einfach nicht, wie du sagst. Ich frage mich manchmal, gerade in so einem Spiel wie Darmstadt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der FC eigentlich damit gerechnet hatte, dass sie wahnsinnig viel Tempo benötigen in der Offensive, weil sie, wie ich das Gefühl hatte, eher damit gerechnet hatten, dass sie mehr Ballbesitz haben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, eigentlich, wenn du mehr Ballbesitz hast, dann brauchst du jetzt auch nicht unbedingt das große Tempo immer, sondern kannst auch mal ein Kainz auf die Außenbahn stellen, damit du wenigstens gute Flanken hast. Aber das hast du ja dann leider auch nicht gehabt. Hat auch nicht geklappt, nee. Aber in der zweiten Halbzeit mit Luca Waldschmidt wurde es ein bisschen kreativer, sage ich mal, oder? Ich finde ihn in solchen Spielen, wenn er dann reinkommt, teilweise echt wirklich auffällig. Und das war jetzt schon mehrfach so, dass er reingekommen ist und ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob er, ich glaube nicht, dass er eigentlich ein guter Joker ist oder sein will, aber es hat zumindest diesmal funktioniert. Bevor wir aber zu den Aus- und Einwechslungen kommen, können wir ganz kurz bei der Aufstellung anfangen, also bei der Startaufstellung. Vielleicht so, um quasi chronologisch nochmal das Ganze aufzurollen, was da passiert ist. Ich verstehe sehr gut, dass du darüber sprechen möchtest und am Freitag um 19.30 Uhr habe ich gefühlt den Podcast schon aufgenommen gehabt, weil du bist halt einfach mit 4 Innenverteidigern aufgelaufen. Und dann in dem Moment, als klar war, Rasmus Carstensen fällt verletzt aus, hattest du nicht mehr so die großen Alternativen auf der Rechtsverteidigerposition, aber war schon, ja, also wirklich was zu sagen hatte ich da irgendwie nicht, weil das so skurril ist. Also es war die erste Reaktion war von uns ja, wenn der 1. FC Köln mit dieser Aufstellung ein Gegentor nach Ecken oder Standards bekommt, dann brechen wir den Geist
Block an der Stelle komplett ab und gehen in Ferien. Also das kann, wenn du 7 Spieler mit 3,50 Meter Körpergröße hast und dann noch irgendwie nach Standards Probleme bekommst, dann wird es schwierig. Insofern ist der FC Stand defensiv ja okay, das muss man ja sagen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist dann natürlich auch nichts nach vorne passiert. Nee, also die beiden Außenverteidiger, außer die versuchte Schwalbe, die du angesprochen hast von Luca Kilian, war da relativ wenig, obwohl ich glaube, dass Heinzi hat sogar die Flanke geschlagen auf Kilian in dem Moment. Ich habe mich sogar dabei erwischt, dass Heinzi 2-3 Flanken geschlagen hat, bei denen ich dachte, naja, gut, okay, die kommt zumindest mit Zug rein. Mhm. Der knallt die da einfach eiskalt vorne in den 16er. Ob da jetzt, ich sag jetzt mal, Präzision und Abläufe dahinter sind, das sagen wir dahingestellt, aber er hat es auf jeden Fall versucht. Mehr als Kilian. Ja. Also er war offensiv auffälliger als sein Rechtsverteidiger, Innenverteidiger-Part. Entsprechend hat Steffen Baumgart in der Halbzeit ja auch reagiert. Okay. Entschuldigung, meine Nase juckt gerade. Was soll ich machen? Das ist alles live hier. Hat Steffen Baumgart in der Pause reagiert und Luca Kilian rausgenommen. Und dann kam nochmal ein positionsfremder Rechtsverteidiger zum Einsatz, nämlich Jan Thielmann. Ja, und das ist ja eine Sensation, oder nicht? Er hat es okay gemacht. Ich fand es wie gegen die Bayern. Der ist nicht leicht auszuspielen. Er hat das Tempo, wenn er ausgespielt wird, sofort hinterherzugehen. Er hat vor allem die Aggression und die Mentalität, sofort hinterherzugehen. Ich finde ihn cool auf der Position. Ich mag das. Also ich fand, er hatte so ein, zwei Situationen, wo das Stellungsspiel nicht so ganz gepasst hat, wo ich dann gedacht habe, okay, Jan ist vielleicht dann doch kein Rechtsverteidiger. Aber was mir bei ihm gefällt im Vergleich noch zu vor 2 Jahren, dass er im Zweikampf deutlich robuster geworden ist. Also früher ist er da wirklich immer relativ schnell weggeflogen und jetzt kann er dagegenhalten und die Zweikämpfe auch gewinnen. Und das imponiert mir und gibt mir Hoffnung für die Zukunft. Also ich denke zumindest bei ihm jetzt dran, dass er halt einer ist, der, das ist natürlich ein System, das gerade unter Baumgart nicht gespielt wird, aber wenn du irgendwann mal sagst, du willst wirklich mal mit einer Dreierkette auch perspektivisch spielen und brauchst einen, der auf der rechten Seite alles rauf und runter rennt, dann hast du mit ihm natürlich einen. Wobei ich sagen muss, ich persönlich, so wie ich Carstensen in den letzten Wochen gesehen habe, ich mag den irgendwie, ich finde, der hat was. Der mag jetzt noch nicht auf gutem Bundesliga-Niveau sein, aber ich habe wenigstens bei ihnen das Gefühl, dass man da diese Fantasie irgendwie hat. Insofern würde ich das gar nicht schlecht sehen, sondern eigentlich, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, Carstensen und Thielmann auf der rechten Seite, wenn die sich mal einspielen, wenn die sich mal finden, da ist viel Tempo, da ist bei Thielmann vor allem viel Aggressivität dabei. Das könnte ich mir als ganz spannend vorstellen. Also es ist mit Sicherheit die schnellste rechte Seite, die FC je hatte. Ja, auf jeden Fall super wichtig, dass Thielmann jetzt wieder zurück ist, anscheinend auch fit ist, der kann die 90 Minuten wieder gehen und da kann vielleicht tatsächlich irgendwie eine gute rechte Flügelzange entstehen, die auf der linken Seite, seit Hector seine Karriere beendet hat, nicht mehr vorhanden ist. Hector Kainz fehlt in genau dieser Kombination. Ja. Das war wiederum die überhaupt nicht schnelle Seite. Stimmt. Aber es war halt eine unglaublich ballsichere und intelligente Seite. Mhm. Die fehlt dem FC. Ja. Haben wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr. Jetzt müssen wir erstmal bis Winter durchkommen und dann kriegen wir eine komplett neue Achse, wenn der Kass es denn zulässt. Nee, kriegen wir nicht so. Nee? Ah, oh, das habe ich falsch verstanden. Du spielst auch das Zitat von Christian Keller an? Ja, richtig. Ich habe es aufgeschrieben. Wir wussten schon im Sommer, dass wir uns in der Innenverteidigung auf der 6 und im Sturmzentrum noch jemand gut tun würde. Hm. Okay. Können wir über diesen Satz gerade ganz kurz reden, dass Sie es schon im Sommer wussten? Haben Sie ja im Sommer auch schon gesagt. Sie haben ja immer gesagt, wir vertrauen unserem Kader. Aber wenn, dann wäre schön. Das hat halt nicht geklappt, weil für das Geld, was sie ausgeben wollten, sie niemanden gefunden haben. Ich will nicht sagen, es keinen gab, sie haben keinen gefunden. Oder keinen bekommen, das kann man ja auch so sagen. Ich frage mich nur, was ändert denn jetzt der Winter daran? Du hast immer noch kein Geld. Du hast immer noch kein Geld. Und du siehst, dass du dem Kader offensichtlich doch nicht so vertrauen konntest. Ja. Was du auch schon im Sommer gewusst hast, aber es nicht gesagt hast, weil du sagst sowas im Sommer nicht. Und jetzt hast du keine Argumente mehr, weil die Ergebnisse so sind, wie sie sind. Ja.
Und dann hast du noch nicht mal die Sicherheit, dass der Kass das überhaupt zulässt. Das stimmt. Was ist dein Gefühl, was den Kass angeht? Ganz ehrlich, habe ich schon die ganze Zeit eigentlich eher das Gefühl, es wird reduziert, die Sperre aber nicht aufgehoben. Mhm. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass der Kass dem Rechnung tragen würde und weiß, was für eine Auswirkung eine solche Sperre hat. Und deswegen eher sagen würde, der Kass würde das Urteil vor Weihnachten treffen, weil sie um die Wichtigkeit einer Sommerperiode wissen. Also wenn ich jetzt ein Richter beim Kass wäre, würde ich sagen, aber Leute, wir müssen die Entscheidung vor Weihnachten treffen. Das sind wir dem Verein oder den Vereinen schuldig, aber vor allem dem FC, weil er jetzt halt seit März mit diesem Mist irgendwie zugange ist. Und ich fände das schwierig, wenn es anders wäre. Verstehe ich. Mein Gefühl sagt mir, dass es nicht mehr vor Weihnachten kommt. Einfach reines Bauchgefühl, hat keinerlei Argumente oder Belege, sondern einfach das, was ich gerade so glaube. Und dann Sperre? Ja, eine Transferperiode. Den Sommer. Schön. Worst Case. Worst Case wären zwei, Sommer und Winter nächstes Jahr. Ja. Das wäre Worst Case. Plus Abstieg. Plus Abstieg. Ich meine, wir haben ja schon immer wieder drüber gesprochen, ob der FC dann noch, also mit Blick auf dieses Szenario irgendwie dann im Januar oder wir haben eigentlich schon im Sommer drüber nachgedacht, würde das passieren, dass der FC dann in irgendeiner Form Vorgriffe tätigt. Aber davon ist ja nicht auszugehen. Nee, glaube ich auch nicht. Das heißt, selbst obwohl sie jetzt wissen, Innenverteidiger 6, Mittelsturm, müssten sie eigentlich was machen, werden sie nicht machen. Das Einzige, was halt sein könnte, du darfst im Winter transferieren, weil das Urteil nicht kommt. Und dann kommt das Urteil am 20. Januar zum Beispiel. Dann ist diese Wintertransferperiode ja nicht mehr betroffen, sondern würde sich auf den Sommer verlagern. Und dann wissen sie ja, okay, wir dürfen auf keinen Fall im Sommer transferieren, weil, sagen wir, das Urteil kommt im Februar. Können sie ja immer noch sagen, ja, aber wir glauben, wir sind im Recht und das wird komplett gestrichen. Dann müssten sie entweder extrem hohe Preise zahlen. Ja. Weil jeder Verein sagen würde, oh, der 1. FC Köln möchte einen Spieler von uns haben. Sehr gut. Wie viel Geld habt ihr denn? Oh, gar keins. Davon nehmen wir alles. Oder der FC würde halt ganz viele Spieler leihen. Ja. Weil sie wissen, dass sie die im Sommer dann verpflichten könnten. John Cordoba, was? Genau. Yannick Gerhardt. Was? Sebastian Bonneau. Das mit der Innenverteidigung finde ich spannend, weil sie haben ja vier Innenverteidiger. Da muss ja einer gehen im Winter. Oder sind sie etwa mit einem nicht zufrieden? Ja, der kann ja dann gehen. Welcher der vier denn? Sucht der einen aus. Jeff Chabot würde ich da rausnehmen. Mit den vier Innenverteidigern sind wir hier wieder beim Darmstadt-Spiel. Oh, ist das schön. Ja, da schließt sich wieder der Kreis. Ich will ja auch wirklich eigentlich nicht hier von uns beiden die Person sein, die alles schwarz malt und die den Kopf in den Sand steckt, aber ich bin... Doch? Nein, eigentlich hast du diese Rolle. Aber ich bin so frustriert. Ich finde es wirklich so unangenehm. Aber Sonntag, Spiel der Spiele. Noch so ein Leckerbissen. Noch so ein Leckerbissen, absolut. Gegen Mainz. Ich finde, mein Optimismus ist ungebrochen. Mhm. Und er hat sich in den letzten Wochen bestätigt. Der FC punktet. Und er hat nur gegen die Bayern und gegen Leipzig verloren in den letzten 6 Spielen. Könnt ihr das mal ganz kurz festhalten, bitte? Das stimmt. Und man muss ja, wenn wir jetzt nochmal auf das Bayern-Spiel gucken, sagen, dass wir das Torverhältnis, das wir uns in Leipzig verschossen haben, mit einem 0-1 gegen die Bayern haben wir eigentlich wieder reingeholt. Noch was Positives. Siehst du, sondern es ist gar nicht so schwer, positiv zu sein beim FC. Mhm. 6 Spiele, Gladbach, Augsburg, Bayern, Bochum, Leipzig, und was war jetzt? Darmstadt. So, die 6 Spiele in welcher Reihenfolge auch immer. 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 2 Niederlagen gegen Top-Clubs. Du hast natürlich nicht gut gespielt gegen Bochum, aber du darfst dieses Spiel nicht verlieren. Mhm. Und du hast es geschafft. Du hast gut gespielt gegen Augsburg, sage ich bis heute. Du hast defensiv Glück gehabt, aber du hast es nicht verloren. Mhm. Und dann hast du 2 Siege eingefahren. Das sind 8 Punkte, das sind 1,33 Punkte im Schnitt. Liebe Leute, rechnet das hoch und ihr werdet sehen, der 1. FC Köln wird in der Liga bleiben. Sonja, jetzt kommst du. Ja,
Hast du dir schon eine Eisdiele ausgesucht, wo wir hingehen dann mit den 18 Punkten nach der Hinrunde? Ja, das wird schwierig. Ich muss das auch tatsächlich nochmal nachhören. Ich muss nochmal in diesen Podcast rein, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das Eis schon bekomme bei 16 oder bei 18 Punkten. Bei 18. Ja, ich höre noch mal rein, Sonja. Ich höre noch mal rein. Ich werde drum kämpfen und werde den FC anspornen, darum zu kämpfen. Wir haben jetzt 9 ja, auf der Tabelle. Ja, das wäre einmal noch mal verdoppelt. Das ist korrekt. Du hast die 3 Punkte gegen Mainz ja schon fest eingeplant. Ich habe die 3 Punkte gegen Heidenheim fest eingeplant. Und dann reden wir über Union und Freiburg. Da hat der FC immer gut ausgesehen. Stimmt. Das sind so in der Historie meiner Geistblock-Zeit, wenn ich zurückdenke, schon die schönsten Spiele gewesen. Absolut. Aber trotzdem, ich meine, also bei allem, bei aller berechtigten Skepsis, ich finde es zumindest gut, dass der FC bei allen Leistungsproblemen zumindest jetzt wenigstens die Punkte im Griff hat. Ja. Also das hat es halt schon mal anders gegeben und es gab immer so der Gedanke, oh, am Anfang der Saison, sie spielen gut, aber punkten nicht. Wie wird es wohl erst sein, wenn sie nicht gut spielen? Und dann punkten sie. Ist doch verrückt. Ist verrückt. Und ich muss, ich habe das schon nach dem Gladbach-Spiel gesagt, weil ich Gladbach für unfassbar schlecht empfunden habe in diesem Spiel, was sie ja auch waren. Und irgendwie haben die jetzt die Kurve bekommen, erschreckenderweise. Ich war mir sicher, dass Gladbach in dieser Saison hinter dem FC landen wird. Vielleicht habe ich mich da kurz vertan. Aber ich bin mir sicher, dass Darmstadt hinter dem FC landen wird. Das geht gar nicht anders. Also wenn ich darüber geredet habe in der 58. Minute oder 55., dass der FC von allen schlechten Mannschaften die schlechteste ist, muss ich das korrigieren, das ist Darmstadt 98. Gut. Dann nur, um das nochmal gesagt zu haben. Genau. Und jetzt müssen wir noch 2 andere Mannschaften finden. Das wäre cool. Ich habe mal geguckt, die nächsten 3 Spieltage haben wir relativ viele direkte Duelle im Abstiegskampf. Auch nicht nur beim FC, sondern bei anderen auch. Nicht nur beim FC, der FC natürlich 2-mal, mit dem letzten Hinrundenspiel sogar 3-mal im Januar. Dann haben wir aber noch nächsten Spieltag Heidenheim gegen Darmstadt. Ganz unangenehmes Spiel. Ähnlich wie Köln gegen Darmstadt. Das sind alles diese Spiele, die ich mir unentschieden wünsche. So, und dann kommen wir nämlich 15. Spieltag Mainz gegen Heidenheim. Oh, Heidenheim hat eine gute Schlussoffensive nochmal. Du meinst im Schlussprogramm? Im Schlussprogramm. Ja, Mainz halt aber auch. Mainz hat ja Köln und Heidenheim. Wir werden das ja auch so sehen. Würde ich jetzt mal sagen, ist Köln in Köln jetzt schon gerade echt Hürde. Ja, wir stehen auch weit vor Mainz in der Tabelle mit einem Tor. Ich glaube, es ist ein Tor, oder? Ja, Torverhältnis habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber nächster Spieltag noch Bochum-Union. Bochum. Können wir über den VfL Wolfsburg reden? Lieber nicht. Nichts. Weil ansonsten absolut gar nichts. Tatsächlich wieder ausfallend. Das ja, und dann haben wir am 16. Spieltag noch Union gegen den FC. Und am 17. Spieltag? Heidenheim-Köln. Heidenheim-Köln und die anderen weiß ich nicht, weil das ist nächstes Jahr. Das ist ganz weit weg. Aber der 16. Spieltag könnte für den FC mit einem Sieg in Berlin tatsächlich ganz gut werden, weil Bremen spielt gegen Leipzig, Mainz spielt in Dortmund, Darmstadt spielt in Hoffenheim, Bochum spielt in Leverkusen und Heidenheim spielt gegen Freiburg. Könnte jemand da im Duell Union gegen FC Gewinner des Spieltags werden im Abstiegskampf? Ein schönes Weihnachtsfest erleben. Also ich meine es ja wirklich, weil manchmal merkt man mir vielleicht an, dass ich auch vielleicht eine gewisse Polemik an den Tag lege. Aber ich meine das ernst. Ich glaube, dass der FC bis zum 17. Spiel, also bis zum Ende der Hinrunde, mindestens 16 Punkte, wenn nicht mehr hat. Also, was heißt, ich lege mich fest? Ja, muss ich ja irgendwie. Ich glaube daran wirklich, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwann mal in dieser Mannschaft, der Schalter muss irgendwann mal umlegen. Wenn ich gucke, wer da teilweise auf dem Platz steht, das muss einfach besser klappen. Also, du musst besseren Fußball spielen können, wenn du Luca Waldschmidt, Marc Uth, Florian Kainz, Jan Thielmann und auch Davy Selke in der Offensive hast. Du musst dann besseren Fußball spielen können. Ich will einfach unbedingt daran glauben, dass das funktioniert. Und ich will auch daran glauben, dass Dejan Ljubicic irgendwann wieder Fußball spielen kann. Ich will daran glauben, dass Linden Meiner irgendwann wieder
Flanken an den Mann bringt. Das hat er in der letzten Saison geschafft. Und deswegen, wenn nicht in solchen Spielen jetzt gegen Mainz und so weiter, wann dann? Und deswegen, vielleicht ist so ein Ömmelsieg wie jetzt in Darmstadt dann einfach auch nötig gewesen, um im Kopf ein bisschen Druck von der Pfanne zu nehmen. Okay, ich glaube einfach an deinen Glauben. Und wir haben das noch gar nicht erwähnt. Das müssen wir herausstellen. Der FC hat zum ersten Mal seit 20 Spielen, mehr als 20 Spielen, die Null gehalten. Im 21. Spiel endlich wieder. Wahnsinn. Ich habe noch vor dem Spiel gesagt, das Schlimme ist ja, du weißt, der FC wird 2 Tore schießen müssen, um das Spiel zu gewinnen, weil sie immer 1 kriegen. Aber es ist gut gegangen. Du hast vorhin schon die Parallele zu Gisdol gezogen, was die Offensive anging. Das wäre ja die Parallele zu Gisdol gewesen in der Defensive, weil diese 21 Spiele die Gisdol-Spiele waren, ohne eine weiße Weste. Das war so dringend nötig. Und als dieser Elfmeterpfiff kam, dachte ich, willst du mich verarschen? Und wie lang der da draußen gestanden hat und sich das angeguckt hat. Und ich dachte mir, was will denn der Timo Hübers anders noch machen? Der kann sich doch nicht den Arm abschrauben und auf den Rücken legen. Aber es hat funktioniert. Ja, zum Glück. Wir reden wir nicht drüber, was dann passiert wäre. Aber Elfmeter nie im Leben, oder? Nein, kannst du nicht geben. Irgendwie habe ich das Gefühl, doch, es gibt Schiedsrichter, die ihn gegeben hätten. Er hat ihn gegeben. Ja, also er hat es gesehen und entschieden, ich gebe den Elfmeter. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, das ist keiner. Und dann braucht es zum Glück echt einen mutigen VAR, der sagt, sorry, aber das war eine glasklare Fehlentscheidung. Guck dir das dringend nochmal an. Ich weiß gar nicht, wenn er sagt, es ist eine glasklare Fehlentscheidung, muss er dann rausgehen? Ja, wahrscheinlich nur, wenn er gar nicht am Arm berührt hätte. Es gab ja jetzt die Diskussion bei Dortmund gegen Leverkusen, warum da nicht rausgegangen wird in dem Moment. Keine Ahnung. Also. Ja, VAR, es wird, glaube ich, ein Mysterium für alle bleiben erstmal. Ja. Aber diesmal zugunsten des FC. Das wird ein bisschen zu weit führen, aber hast du das mitbekommen bei Tottenham gegen Manchester City? Nee. Schaut euch wirklich alle da mal an, was in der Nachspielzeit beim Stand von 3-3 Manchester City für einen Konter abgepfiffen wurde, obwohl der Schiedsrichter schon Vorteil gegeben hatte und dann sich selbst den Vorteil wieder genommen hat. Und es wäre Grealish wäre komplett alleine aufs Tor gelaufen. Sensationell. Haaland ist komplett ausgerastet. Muss man sich, also, das ist vielleicht eine etwas andere Kategorie von Fußball, über die wir gerade sprechen, aber kleiner Tipp für Social Media, schaut euch das mal an. Okay. Eine Frage noch ganz kurz, wie du die Aussagen von Christian Keller vor dem Spiel erlebt hast. Keller hat gesagt, der FC bleibt nicht nur unter den Erwartungen, sondern auch unter seinen Möglichkeiten und nachdem die Leistungen zu Saisonbeginn gestimmt hätten, hätten jetzt auch diese nachgelassen und man müsste sich jetzt mal endlich straffen. Ist das schon eine Trainerkritik? Ja, finde ich, kann man schon so sagen. Wobei, sie müssen sich straffen, hat er ja schon vor ein paar Wochen im Doppelpass gesagt. Aber ich finde schon, dass man das zumindest auf den Weg der Trainerkritik bringen könnte. Genau darauf wollte ich hinaus. Also er hat im Doppelpass hat er ihm noch eine sehr gute Note gegeben. Am Freitagabend war die Leistung des Trainerteams gut. Und er hat immer noch gesagt, steht nicht zur Diskussion. Aber ich fand die Wortwahl interessant, vor allem weil Keller sehr genau darauf achtet, was er sagt. Absolut. Also wenn er was sagt, dann weiß er auch, was er da sagt. Da gab es auch schon in der Geschichte des 1. FC Köln andere Geschäftsführer, die einfach 10 Minuten erzählt haben und man wusste hinterher eigentlich gar nicht, was die Person gesagt hat. Das ist bei Christian Keller nicht so. Deswegen wird er die Worte mit Bedacht gewählt haben und er weiß ja auch, was er vor so einem Spiel gefragt wird. Da kann er sich auch schon drauf vorbereiten. Aber vielleicht ist es so ein bisschen, wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn das heute schief geht und wenn das vielleicht gegen Mainz schief geht, dass wir da schon mal den richtigen Ton angeschlagen haben. Aber es ist ja nicht schiefgegangen. Genau. Und insofern geht es ja uns allen gut. Genau.
Eine ganz kurze, glaube ich, Randnotiz, zumindest hier innerhalb des Geistpods. Es gab natürlich am Freitagabend noch ein Thema, noch etwas, was passiert ist rund um den FC, worüber man reden könnte, aber was wir nicht tun wollen. Das ist, aber es sei zumindest erwähnt, der Unfall auf der A555. Es gab die Bestätigung des FC, dass da sind zwei Menschen ums Leben gekommen bei dem Autounfall, dass zwei FC-Spieler daran beteiligt waren aus dem Nachwuchs. Aber das nur als Vollständigkeit habe. Wir haben beschlossen, dazu definitiv nichts weiter zu machen und zu sagen, bis die Polizei sich da geäußert hat in den Ermittlungen. Das für euch einfach der Vollständigkeit halber, nicht, dass ihr das Gefühl habt, wir übergehen das hier im Geistpott. Das sollte abschließend auf jeden Fall gesagt sein. Da hofft man natürlich jetzt erstmal, dass es den betroffenen Familien, dass denen geholfen wird. Und ich kann mir nur vage vorstellen, wie es jetzt gerade auch den Spielern geht. Ja. Insofern, das für euch als Hintergrundinfo, wir wollen das nicht unter den Tisch fallen lassen, aber der Vollständigkeit halber sei das erwähnt. Gibt dann doch auch noch wichtigere Dinge als ein schlecht spielender FC, aber das hat dann hier deutlich Vorrang. Definitiv. Wir melden uns nächste Woche mit einem Geistpod am Montag, natürlich nach dem Spiel gegen Mainz 05 Wiener. Und dann richten wir unseren Blick ja schon Richtung Weihnachten und Richtung Neujahr. Mal gucken. Aber vor allem dann natürlich erstmal auf die dann folgende englische Woche. Genau, du sagst das so verheißungsvoll, als würde da irgendwas ganz Großes auf uns warten. Ach, ich freue mich schon auf unseren dreistündigen Geistpods zum, zum Ende des Jahres, wenn wir nochmal auf das Jahr zurückblicken. Denn Sonja, ich glaube, wir beide wissen, dieses Jahr 2023 war selbst für FC-Verhältnisse außergewöhnlich. Ja. Und dann, wir haben jetzt einige Wochen noch Zeit, uns auf diesen Monster-Podcast vorzubereiten. Ich freue mich. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Und damit wünschen wir euch eine wundervolle Woche und hören uns nach dem Mainz-Spiel wieder. Auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.